Geht das hier übers Fernsehen oder was ist das? Dann spreche ich nicht. Na, erst müssen Sie mich ja mal fragen, ne, ob ich das genehmige, ob Sie das hier... Das geht übers Fernsehen. Wir wollen die Pressekonferenz nach diesem Spiel mitdrehen für die Sendung Tagesthemen. Herr Heddergott, Sie erklären hier, dass Sie nicht bereit sind nach diesem Spiel vor den Fernsehkameras... Ich gebe kein Fernsehinterview hier in der Pressekonferenz. Das mache ich nicht. Das haben Sie schon mal mit mir gemacht. Und das mache ich nicht normal. Dann gehe ich nämlich raus aus der Pressekonferenz. Entschuldigen Sie bitte. Herr Holz, wenn der Heddergott sich nicht bereit erklärt, ein Interview zu machen... Nein, das ist doch... ...müssen Sie es akzeptieren. Sind Fragen an den Orthese zu stellen? Entschuldigen Sie bitte. Sie müssen erst mal fragen. Herr Entschuldigen Sie bitte. Nein, Sie können mich dann in die Öffentlichkeit bringen, ohne dass Sie fragen. Vor allem nicht ins Fernsehen. Ich betrachte das als eine öffentliche Pressekonferenz, wollte mit Herrn Heddergott zunächst kein Interview machen, sondern das Statement der Trainer mitdrehen. Und dazu habe ich geglaubt und glaube es immer noch, bedarf ich keiner Genehmigung, wenn es hier keine geschlossene Gesellschaft ist. Wenn der Heddergott aber erklärt, dass er eben dazu nicht bereit ist, dann ist es seine persönliche Meinung und seine persönliche Sache, müssen wir in dem Fall respektieren. Nein, meine Damen und Herren, wir werden solche Versuche, uns von offiziellen Pressekonferenzen als Fernsehen auszuschließen, sicher nicht respektieren, auch in Zukunft nicht. Und ich meine, Sie, die Fernsehzuschauer, die Fußballfans, haben ein Anrecht darauf, im Fernsehen zu sehen und zu hören, was die Trainer bei diesen offiziellen Pressekonferenzen im Anschluss an die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag zu sagen haben. Mein Kollege Rolf Schmidt-Holz brach die Dreharbeiten gestern übrigens nur deshalb ab, um die ganze Pressekonferenz nicht auch für die Kollegen von der schreibenden Presse platzen zu lassen.